Bereits seit 2001 veranstaltet Norderstedt Marketing e.V. die Veranstaltungsreihe Abend der Norderstedter Wirtschaft mit namhaften Referenten wie beispielsweise Friedrich Nowotny, Dr. Peter Scholl-Latour, Dr. Markus Merck oder Wolfgang Grupp. Das Thema in diesem Jahr lautete Schöne digitale Welt. Dabei traf der Podcaster Philipp Riederle aus der Generation Y auf Michael H. Spreng, Politblogger, Journalist und Medien- und Politikberater. Gut, hier trifft ja gewissermaßen ein Vertreter der jungen Medien auf einen Vertreter der alten Medien, ja, der Internetaktivist gegen den alten Printjournalisten. Aber die Diskussion wird zeigen, dass das sich vermischt. Ja, der eine ist auch im Internet und der andere liest auch Zeitung. Also insofern, man muss eben alle Medien wahrnehmen und alle nutzen für die eigene Information und Kommunikation und eben nicht nur auf eins setzen. Ich möchte heute Abend darüber sprechen, wie nimmt denn meine Generation die digitalen Ureinwohner, wie nehmen wir eigentlich so dieses ganze digitale Thema wahr? Zerbrechen wir uns da auch so den Kopf darüber, wie all diejenigen aus unserer Eltern- oder Großelterngeneration, oder ist es für uns ganz normaler Teil unseres Alltags? Denken wir gar nicht mehr darüber nach. Und dann möchte ich so auch ein bisschen daraus dann ableiten, was bedeutet das an Veränderung für die Wirtschaft, für unser Einkaufsverhalten, für unser Verhalten als Mitarbeiter? Da verändert sich nämlich momentan ziemlich viel. Thema für den heutigen Abend ist ja schöne digitale Welt, aber mit einem Fragezeichen versehen, weil man das kann man immer von zwei Seiten sehen. Und ich glaube, wir haben da zwei Gäste, die jetzt, sag mal, nicht nur einen Altersunterschied haben und vielleicht von da heraus schon unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Wir haben da, glaube ich, auch polarisierende Meinungen. Und das ist es, glaube ich, auch mal wert, so zu beleuchten, dieses Thema. Das ist ja aktueller denn je. Im Grunde haben Sie es gesagt, jung trifft alt. Die Betrachtung, wie entwickelt sich die Welt, wie sehen junge, aufstrebende und erfahrene, gesettelte Unternehmer, Geschäftsleute, Visionäre eigentlich unsere Zukunft. Und aus diesem Dialog heraus für sich selber Konsequenzen möglicherweise abzuleiten beziehungsweise zu überlegen, was könnte das für mich bedeuten? Ich glaube, das ist heute Abend das Thema. Stefan Witt, der erste Vorsitzende von Norderstedt Marketing e.V., gab eine Übersicht über die Projekte des vergangenen Jahres und einen Ausblick auf das erste Norderstedt Marketing Forum im November. Das Unternehmen Wenkstein aus Norderstedt durfte sich über den Idee-Vorauspreis 2014 freuen. Traditionell waren alle nach der Podiumsdiskussion zu einem gemeinsamen Galabuffet eingeladen. Hier hatten Gäste noch die Gelegenheit zum Austausch mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Verwaltung.